Ja, vielen Dank, Sigmar, für die Begrüßung und vielen Dank auch für die Einladung. Ich habe hier in Lübeck die Schulbank gedrückt und es ist ganz schön, immer wieder mal hierher zurückzukommen. Los geht's. An einem der letzten Septembertage des Jahres 1401 wurde vor den Friesischen Inseln ein Schiffsgeschwader sichtbar, das, als es die Mitte zwischen Juist und Borkum erreicht hatte, südlich steuernd in die Emsmündung einbog. Emden war also das mutmaßliche Ziel. Als die Flottille, das Geschwader, Fontane ergänzt hier eine andere Formulierung, als die Flottille aber bis halb an die Handelsstadt heran war, bog es in einen links abzweigenden toten Arm des Flusses ein und fuhr diesen hinauf. Dieser links abzweigende Arm, an dessen Ende der Fleck in Marienhafe lag, hieß die Lei. Zu beiden Seiten der Lei standen Anwohner und sahen dem Geschwader nach, das aus 5 Schiffen von beinahe gleicher Größe bestand. Nur das vorausfahrende Schiff war um ein geringes größer und unterschied sich in einzelnen Abzeichen, die von den am Ufer stehenden auch bemerkt wurden. Alle hatten dieselben Flaggen am Mast, die Flaggen des Herzogtums Mecklenburg-Stargard am Mast, zur Erinnerung daran, dass sie Kriegsschiffe im Dienste des Herzogs von Mecklenburg-Stargard gewesen seien. Über diesen Flaggen von Rostock und Wismar aber wehte eine kleine rote Flagge, die den eigentlichen Beruf dieser Schiffe ankündigte. 4 dieser Flaggen zeigten nichts als ein rotes Tuch, in der Flagge des Vorausfahrenden aber sah man in der oberen Innenecke einen umgestürzten Becher, zum Zeichen, dass es des gefeierten und gefürchteten Klaus Störtebeker Admiralschiff sei, einen umgestürzten Becher. Trotz der Holprigkeiten, wir befinden uns, so gibt dieser bereits bemerkenswert weit ausgearbeitete Anfang von Theodor Fontanes unvollendeten Lickedeler-Roman zu verstehen, wir befinden uns in jener Zeit um 1400, in der sich Störtebeker und seine Vituarienbrüder, seine Lickedeler, unter dem militärischen Druck der Hansestädte aus der Ostsee in die Nordsee zurückziehen. An der Lei, nahe der Emsmündung, im ostfriesischen Bruckmeerland, in Marienhafe also, das die fast gespensterhaft aus dem Meer auftauchenden Schiffe ansteuern, errichten Störtebeker und die Seinen einige Zeit eine Art Stützpunkt, doch einige Zeit nur, denn schon wenig später geraten sie im Zuge einer Schlacht vor Helgoland in Gefangenschaft und werden schließlich auf dem Gasenbrug nahe Hamburg hingerichtet. Kopf ab, so endet im Akt der Gewalt jede Störtebeker-Geschichte. Auch am Ende von Fontanes Störtebeker-Geschichte wären, nach allem, was wir aus seinen Aufzeichnungen wissen, die Köpfe gerollt. Meister Rosenfeld, der Hamburger Scharfrichter, ein Henker also, wäre zur Tat geschritten, hätte seine blutige Arbeit verrichtet, bis er, wie es in einer der von Fontane studierten Quellen heißt, Zitat, mit seinen geschnürten Schuhen bis an die Knöchel im Blute stand. Soweit so bekannt. Und so problematisch jedenfalls für Fontane, denn dieses zwangsläufig gewaltvolle Ende der Störtebeker-Legende wird für ihn, so meine Vermutung, im Laufe seiner Arbeit an dem Lickedeler-Projekt mehr und mehr zu einem konzeptionellen Problem. Ein Problem, das einer der Gründe gewesen sein mag, warum Fontane seine Arbeit an diesem Projekt im Jahr 1895 abbrach. Sich anderen Schreibprojekten zuwendend und bis zu seinem Tod 1989 auch nicht mehr dazu kam, die Notizen und Entwürfe, aus denen sein Projekt damals bestand, zu einem Roman auszuarbeiten. Doch der Reihe nach. Lassen Sie mich also dieses Problem der Gewalt wie auch die Frage nach dem unvollendeten Charakter des Lickedeler-Projekts zunächst beiseite schieben. Ich komme am Ende des Vortrags darauf zurück. Für diesen Moment lohnt es sich, noch ein wenig beim eben zitierten Anfang des Romans zu bleiben, den Sie ja auch als Handzettel bekommen haben. Auch dieser Anfang ist, das zeigen die kleinen, aber auffälligen Irritationen im Satzbau am Ende der Passage, auch dieser Anfang ist noch unvollendet, harrte noch weiterer Überarbeitungen. Dennoch zeichnet sich mit dieser Passage bereits einer jener typischen, bis ins Detail durchkomponierten Romananfänge ab, für die Fontane unter anderem berühmt ist. Die raffinierte Fügung von Motiven und Symbolen, das Spiel der Anspielungen, die subtilen, hintergründigen Pointen. Einiges davon steckt bereits in diesem unvollendeten Romananfang. Lassen Sie mich nur 2 kleine Details herausarbeiten, die uns unter der Hand bereits eine Vorstellung davon geben, was Fontane mit den Lickedelern vorhatte.
Beide Details fallen durch Doppelungen auf. Zweimal weist Fontane in diesem Romananfang auf einen links abzweigenden Arm hin. Zweimal weist er auf die rote Flagge, auf das rote Tuch hin. Beide Adjektive, also links ebenso wie rot, sind dabei eigentlich falsch und gerade deshalb besonders sprechend. Fangen wir mit links an. Warum ist das falsch? Nun, eigentlich müsste es hier rechts lauten. Die Perspektive am Anfang der Passage schaut zweifelsfrei vom Land hinaus auf die fahrenden Schiffe. Die Schiffe werden auf dem Meer sichtbar. Ganz in diesem Sinne kommen die Schiffe auch an Emden heran. Sie bewegen sich also auf den Standpunkt, von dem aus hier gesprochen wird, zu. Von diesem Standpunkt aber müssten die Schiffe in einen rechts abzweigenden Arm abbiegen. Sie biegen aber links ab. Und sie biegen, das wird im Text ausdrücklich betont, auf dem Weg zu einer Handelsstadt links ab. Nun sind die Adjektive links und rechts politisch kodiert, nicht um 1400, aber zur Zeit von Fontane. In Deutschland gruppierten sich die politischen Parteien seit dem Parlament in der Frankfurter Paulskirche 1848 nach einer Links-Rechts-Ordnung. Rechts im Parlament saßen die Konservativen, links die Liberalen. Am Ende des 19. Jahrhunderts, so heißt es in einem zeitgenössischen Konversationslexikon, saßen, Zitat, im Deutschen Reichstag auf der linken Seite die Sozialdemokraten. Damals eine im Kern marxistisch ausgerichtete Partei, wir kommen darauf zurück. Das auf den ersten Blick allein geografisch motivierte Abbiegemanöver der Lickedeler-Schiffe bekommt also, pointiert durch einen Richtungsdreh, eine wenn auch hintergründige politische Bedeutung. Aber vielleicht ist Fontane nur ein Fehler unterlaufen, rechts und links verwechselt man schnell. Dagegen spricht das andere, ebenfalls zweimal aufgeführte, ebenfalls falsche Adjektiv, nämlich rot. Dass die Lickedeler, immerhin ja Piraten, nicht unter der heute bekannten schwarzen Totenkopfflagge segeln, ist klar. Diese Totenkopfflagge, der Jolly Roger, verbreitete sich erst im 17. Jahrhundert. Davor segelten Seeräuber tatsächlich unter einer roten Flagge. Allerdings noch nicht um 1400, zu Zeiten Klaus Störtebeckers. Da waren es, so viel man weiß, so viel ich weiß, blaue Flaggen und jedenfalls Fontane wusste das auch. Denn in einer Notiz aus einer früheren Phase, wo es um den Romananfang geht, notiert er sich, Störtebeckers Schiff habe den umgestürzten goldenen Becher im blauen Flaggentuch. Wie links aber hat Rot heute, wie auch in der Zeit, in der Fontane schreibt, also Ende des 19. Jahrhunderts, eine unmissverständlich politische Bedeutung. Seit der sogenannten Aachener Aufruhr im Jahr 1830 war die rote Fahne Zeichen der Arbeiterbewegung, die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland zunächst im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, später dann in der daraus hervorgehenden Sozialdemokratischen Partei Deutschlands organisierte. Wider besseren Wissens lässt Fontane seine Lickedeler also unter der roten Flagge der damals kommunistischen Arbeiterbewegung segeln. Es ist eben diese durchaus merkwürdige politische Aufladung der Lickedeler, die Fontane auch in einem Brief an seinen Verleger Hans Herz in den Vordergrund stellt. Er arbeite gerade, so schreibt Fontane am 16. März 1895, an einem ganz famosen Roman, der von allem abweicht, was ich bisher geschrieben habe und der überhaupt von allem Dagewesenen abweicht. Erzählen wolle er nämlich die Leiden und Freuden, Leben, Tod und Höllenfahrt der Vitalienbrüder oder Lickedeler, Like-Dealer, Gleichteiler, also damalige Kommunisten, unter ihrem vielgenannten Führer Klaus Störtebeker. Der Stoff in seiner alten mittelalterlichen Seeromantik und seiner sozialdemokratischen Modernität, alles schon da gewesen, reizt mich ganz ungeheuer. Wie aber kommt Fontane auf die Idee, ob diese Idee und was genau heißt es, die Lickedeler als Kommunisten zu entwerfen? Antworten auf diese Fragen sind aus mehreren Gründen schwierig. Der gewichtigste Grund ist dabei die Tatsache, dass der Roman, der diese Idee umgesetzt hätte, nicht existiert. Sie können nicht in eine Buchhandlung gehen und diesen Roman kaufen. Der Roman liegt tatsächlich nur in einer, also es gibt eine Manuskriptfassung, als Fontane starb, gab es eine Manuskriptfassung. Ich erzähle noch ein bisschen was in diesem Manuskript, in diesem Konvolut drin war.
Dieses Konvolut allerdings ist seit 1945 verschollen. Es gehört zu den Kriegsverlusten des Fontane-Archivs, die im Zuge der Auslagerung in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs erfolgt sind. Wir haben nur noch ganz, ganz wenige Blätter von diesem Manuskript. Also es macht es nochmal doppelt schwierig. Wir haben eigentlich das Manuskript noch nicht mal mehr. Wir haben aber eine Edition, eine Abschrift von Hermann Fricke, dem ersten Leiter des Theodor-Fontane-Archivs, erstellt, der 38 dieses ganze Manuskript einmal abgeschrieben hat, publiziert hat. Das heißt, das ist heute die Grundlage für jedes Sprechen darüber. Gar nicht mehr das Original, auch nicht der Roman. Also, die Lickedeler sind, wie gesagt, unvollendet. Fontane hat die Arbeit daran abgebrochen. Überliefert ist lediglich ein recht umfassendes Konvolut, ein Bündel von meist handschriftlichen Aufzeichnungen, Skizzen, Notizen und einigen wenigen ausformulierten Passagen, wie eben dem zitierten Romananfang. All das ist jedoch allenfalls die Baustelle eines ambitionierten Romanprojekts, aber noch lange kein Roman. Erschwerend kommt dabei hinzu, dass dieses Projekt keineswegs einheitlich ist. Fontane hat das Projekt nicht in einem Schwung ausgearbeitet, sondern mehrfach angesetzt, teils mit über 10 Jahren Abstand. Sein Lickedeler-Projekt ist ein Projekt in Bewegung. Es ist uneinheitlich, heterogen, teils auch inkonsistent, einfach weil es noch kein Produkt hervorgebracht hatte, sondern einen Ausschnitt aus einem längeren Prozess der Über- und Ausarbeitung dokumentiert, ein Prozess, der eben irgendwann abbrach. Diesen Prozesscharakter der Lickedeler gilt es zu berücksichtigen bei dem Versuch, ein genaueres Verständnis von Fontanes Idee zu entwickeln. Ich möchte mich deshalb im Anschluss an diese Einleitung, die wir also gleich bereits hinter uns haben, erst einmal ein wenig von inhaltlichen Dingen abwenden und um Ihnen zunächst zu skizzieren, wie und wann Fontane an seinem Lickedeler-Projekt gearbeitet hat. Daran anschließend möchte ich Ihnen zumindest einen Eindruck davon geben, wie diese Projektbaustelle, wie dieses Lickedeler-Konvolut, das Fontane hinterlassen hat, ausgesehen hat, was da drin eigentlich vorhanden war. Erst nachdem wir uns auf diese Weise eine Vorstellung von der Entwicklungsgeschichte des Projektes und seinem Prozesscharakter verschafft haben, möchte ich zu den inhaltlichen Fragen zurückkommen. In einem weiteren Schritt werde ich dabei zeigen, wie Fontane im Lauf der Arbeiten an diesem Projekt die Prinzipien der Lickedeler herausarbeitet, indem er sie entkriminalisiert und politisiert und damit tatsächlich zu so einer Art kommunistischer Organisation macht. Der Frage, warum er das macht, möchte ich dann im letzten Schritt nachgehen, wobei hier nicht zuletzt ein Blick auf die politischen und die sozialen Kämpfe zu werfen ist, die Fontanes Gegenwart prägen. Hier am Ende wird dann auch noch einmal auf das Gewaltproblem zurückzukommen sein. Auf der Suche nach den Anfängen des Lickedeler-Projekts könnte man zurückgehen bis in Fontanes Kindheit. Jedenfalls gibt es Aussagen des 1819 geborenen Fontanes, dass er die Störtebeker-Legende bereits in seiner Swinemünder Kindheit kannte. Als literarisches Thema, das er erzählerisch gestalten möchte, scheinen ihn Störtebeker und die Lickedeler jedoch erst ab Anfang der 1880er Jahre zu beschäftigen. Verschaffen wir uns einen Überblick. Wie Sie vermutlich wissen, war der Romanschreiber Theodor Fontane ein Spätzünder. Zwar hatte er bereits früh Gedichte und Balladen, auch Reiseberichte, auch die Wanderungen veröffentlicht. Er war als Journalist tätig, unter anderem als ganz lange. Als Romanautor, als der er heute vor allem bekannt ist, trat er jedoch erst mit fast 60 Jahren in Erscheinung. 1878 erscheint Fontanes Erstling, der Roman Vor dem Sturm. In den 20 Jahren, die ihm von da an noch bleiben sollten, erschienen insgesamt 16 Romane. Fontane war also ein Vielschreiber. Entsprechend war er stets auf der Suche nach guten Stoffen, nach starken Themen, nach interessanten Figuren. Was ihm auch begegnete, es wurde auf seinen Stoffwert für ein neues Romanprojekt geprüft. Auf einer Reise an die ostfriesische Nordseeküste im Sommer 1880, eine Reise nach Bremen, nach Norden, nach Lütetsburg und Norderney, entsteht so erstmals die Idee, sich literarisch mit Störtebeker zu befassen. Zunächst verfolgt er den Plan jedoch nicht weiter. 2 Jahre später aber ist Fontane erneut in der Gegend. Er verbringt seine Sommerfrische, so hat man damals den Sommerurlaub genannt, er verbrachte seine Sommerfrische auf Norderney. Im Tagebuch dieser Zeit, das Sie hier sehen, notiert er sich: Ende Juli reiste ich über Hannover, Bremen, Oldenburg und Wilhelmshaven nach Norderney.
Ich blieb etwas über 3 Wochen und ging dann über Norden nach Emden. In Norden suchte ich den Lehrer Friedrich Sundermann auf und machte mit ihm eine reizende Fahrt nach Marienhave, dem berühmten Ort, wo Klaus Störtebeker gelebt haben soll. Also hier sehen Sie einmal unten rechts, wie Fontane Störtebeker schreibt. Friedrich Sundermann, der sich zugleich als Heimatforscher betätigte, versorgte Fontane auch mit weiterem Stoff, unter anderem mit einem längeren Zeitungsartikel aus der sogenannten Borkumer Badezeitung, der die Geschichte von Klaus Störtebeker und den Lickendielern kondensiert erzählt. Dieser Artikel der Borkumer Badezeitung war auch in diesem Lickedeler-Konvolut. Es gibt die, glaube ich, immer noch. Offenbar war mit diesen ganzen Informationen damit ein Impuls gesetzt, der stark genug war, um Fontane ins Schreiben zu bringen. Jedenfalls entstehen 1882 die ersten Konzeptskizzen, Notizen, Niederschriften zu einer Lickedeler-Novelle. In den Mittelpunkt seiner Novelle wollte Fontane die letzten Jahre Klaus Störtebeker stellen, also jene Zeit des Rückzugs aus der Ostsee bis dann zur Gefangennahme und zur Hinrichtung. Doch das Projekt blieb wieder liegen. Fontane wendet sich in den nächsten Jahren jenen Gesellschaftsthemen zu, für die er berühmt geworden ist. Er schreibt Gegenwartsromane, die von den sozialen Konflikten des Adels und des Bürgertums, vor allem in Berlin der Gründerzeit, erzählen. Aber die Lickedeler scheinen ihm nicht aus dem Kopf zu gehen. Das nächste, was ich schreibe, spielt anno 1400 und endet mit der Enthauptung von 99 Seeräubern, verkündet Fontane im August 87 in einem Brief an den Chefredakteur Friedrich Stefani. Und ein Jahr später, im Mai 1888, teilt er seinem Sohn Theodor Junior in einem Brief mit: Ich habe vor, wenn mir noch ein paar Jahre vergönnt sind, mit einem ganz balladesken Roman, der um 1400 spielt, abzuschließen. Der Vorsatz war da, auch waren ihm noch ganze 10 Jahre vergönnt. Doch auch aus diesen Plänen Ende der 1880er Jahre wird nichts. Auch in den nächsten Jahren stehen die Gesellschaftsromane im Vordergrund. Es erscheinen Irrung, Wirrung, Stine, Frau Jenny Treibel. Vermutlich erst 1893 kommt das Lickedeler-Projekt wieder auf. Fontane entwirft einige Gedichte, die in den Roman eingehen sollten, doch wieder bricht er die Arbeit ab. Erst im März 1894, gerade hat Fontane Effi Briest in den Druck gegeben, gibt es dann Hinweise für eine Wiederaufnahme des Projekts. Auf der Rückseite eines Briefes skizziert Fontane eine Szene, die eindeutig zu den Lickedelern gehört. Der Brief ist überliefert. Sie sehen hier Vorderseite, das ist typisch, das ist ein Brief, den Fontane erhalten hat. Und auf der Rückseite macht er sich dann Notizen zu seinem Roman. Also das ist eine typische Konstellation von Fontane. Sie sehen hier Vorder- und Rückseite. Einige Monate später, Ende 94, beginnt dann auch sowas wie die heiße Phase der Arbeit an den Lickedelern, die mittlerweile vom Novellenprojekt zu einem veritablen Romanprojekt geworden sind. Im März und April 1895 arbeitet Fontane intensiv an dem Projekt. In dieser Zeit entsteht ein Großteil der Handschriften. Zugleich verschickt Fontane Briefe, in denen er Freunde und Bekannte um Hilfe ersucht. Er benötige Literatur über die Lickedeler und über Klaus Störtebeker. Wo finde ich ein Buch, das mir, natürlich nur mit Rücksicht auf das Hansa-Gebiet, ein Zeitbild gibt, historisch und kulturell? Ich habe an Lappenbergs Geschichte der Hansa gedacht. Habe ich Glück, so finde ich daran die ganze Lickedeler-Geschichte und zugleich auch den Zeithintergrund in allen Tönen. Alles steht mir fest, schreibt er ebenfalls am 16. März an seinen Verleger Hans Herz über das Projekt. Nur eine Kleinigkeit fehlt noch, das Wissen. Dieses Wissen bekommt er. Er studiert mehrere Aufsätze und Bücher, liest etwa einen ganz langen Artikel über die Vitalienbrüder aus dem historischen Taschenbuch. Er studiert einen Aufsatz über den Seeräuber Klaus Störtebeker aus den hansischen Geschichtsblättern. Er erarbeitet sich Details über die ostfriesische Landschaft, liest ein Buch zu Norderney, liest ein Buch über die Marschen und arbeitet sich so, also das, sowohl das historische Wissen als auch das lokale Kolorit heraus. Nebenbei formuliert er Teile einzelner Kapitel, insbesondere die ersten und die letzten Kapitel. Und er fertigt Übersichten an, in denen er sich immer wieder den Handlungsverlauf festhält.
Auf diese Weise entsteht im Laufe des Frühlings 1895 ein Konvolut von Handschriften, das gemeinsam mit den frühen Arbeiten aus dem Jahr 1882 insgesamt 228 Blatt umfasste. Ein sehr umfangreiches Konvolut also, eine Material- und Textsammlung, die nur noch darauf wartete, zu einem vollständigen Roman ausgearbeitet zu werden. Doch wieder bricht Fontane ab. Er gibt zwei anderen Projekten den Vorzug. Zum einen widmet er sich dem autobiografischen Roman von 20 bis 30, zum anderen seinem letzten großen Roman, dem Stechlin, den er selbst als einen politischen Roman bezeichnet hat. Beide Werke beendet er 1897. Nun wäre wieder Luft für das Lickedeler-Projekt. Und tatsächlich scheint Fontane sich im September 1898 noch einmal die alten Notizen vorzunehmen. Doch am 20. September 1898 stirbt er. Die Lickedeler bleiben endgültig unvollendet. Was aber heißt unvollendet eigentlich genau? In welcher Gestalt lag das Lickedeler-Projekt vor, als Fontane es abbrach? Anhand einiger Beispiele möchte ich Ihnen kurz einen sozusagen exemplarischen Überblick geben, was Fontane hinterlassen hat, was das Konvolut an Aufzeichnungen versammelt, also wie weit Fontane mit seiner Arbeit fortgeschritten war. Auf einiges habe ich dabei bereits verwiesen. Neben Recherchen vor Ort in Ostfriesland, wo die Haupthandlung des Romans angesiedelt sein sollte, widmet sich Fontane intensiv der Literaturrecherche. Im Zuge dessen fertigt er umfangreiche Exzerpte an. Über die Entstehung der historischen Lickedeler notiert er sich zum Beispiel eine Passage aus einem geschichtswissenschaftlichen Aufsatz. Ursprünglich schuld waren Rostock und Wismar, die um den König Albrecht von Schweden, einen geborenen Mecklenburger Herzog, freizumachen, diesen Condottieris oder fragwürdigen Seeleuten die Erlaubnis zum Rauben und Plündern ihrer politischen Feinde, besonders der Dänen Margarete und ihre Vorgänger, ausgestellt hatten. Sie hatten Kaperbriefe. Und über den weiteren Konflikt zwischen Lickedelern und Hanse notiert er sich an anderer Stelle: Die Hansen klagten über die Lickedeler und viele auch aufrichtig, aber keineswegs alle. Viele hansische Küstenstädte blieben ihnen im Stillen zugetan, weil diese Städte zu großen Vorteil von ihnen hatten, wenn sie friedlich erschienen, denn wer wollte beweisen, dass es Lickedeler seien, und die geraubten Waren zu Spottpreisen losschlugen. Das war dann ein wundervolles Geschäft. Neben solchen Informationen zu den historischen Hintergründen des Konflikts, also das ist der geschichtswissenschaftliche Stand seiner Zeit, den er sich erarbeitet, neben solchen Informationen sammelt Fontane Details. So sammelt er zum Beispiel Informationen zur Natur. Er schreibt sich zum Beispiel folgende Liste auf. Es kommt doch allerhand Holz vor in Ostfriesland. Tannen zum Hausbau, Eichen zum Schiffsbau, Birken für Tischler, Buchen für Böttcher, Erlen für Wasserbauten. Oder er stellt sich Listen mit Schiffsnamen, in dem Fall Schiffsnamen der Lickedeler, der Hai, der Butt, die Seespinne, die Makrele, der Salm, der Aal, die Flunder, die Robbe, das Meerweib, der Nix, der Wassermann. An anderer Stelle hält er die historischen Bezeichnungen für Schiffe wie auch deren Bewaffnung fest. In jeder Kogge waren 100 Wäppner oder Gewaffnete und unter diesen immer 20 gute Armbrustschützen. Kleine Schiffe hießen Schuten oder auch Sneaken, wahrscheinlich Schnecken. Immer wieder notiert er sich zudem Fragen, die den historischen Details gelten. Wie sah ein Schiff anno 1400 eigentlich aus? Wie waren die Kostüme der Seeleute, also die Kleidung? Wie waren die Kostüme der Dorfleute, auch die kleiner Krämer? Was sich hier zeigt, ist die Arbeit an einem möglichst präzise ausgestalteten historischen Hintergrund, vor dem Fontane die Handlung seines Romans verorten wollte. Für den konkreten Handlungsort Marienhafe ist zudem eine Skizze überliefert. Fontane konnte nicht gut zeichnen, aber er hat sehr viel gezeichnet. Ist eine Skizze überliefert, in der Fontane die Lage der Kirche festhält, die im Roman eine wichtige Rolle spielt, hier direkt an der Leihe gelegen. Diese Recherchen zum historisch-politischen Hintergrund wie zu den kulturgeschichtlichen und lokalhistorischen Details werden flankiert von Arbeiten an der Handlung. Hier entstehen mehrere Überblicksdarstellungen der Kapitel. Eine der frühen Überblicksdarstellungen, noch aus dem Jahr 1882, beginnt zum Beispiel so.
Erstes Kapitel. Die Bucht auf der Insel Wollen. Gödicke Michels empfängt ein Schreiben von Klaus Störtebeker, das Wigbold geschrieben hat, mit einer Nachschrift von Klaus selbst. Zweites Kapitel. Marienhafe, Kenos Burg, Teda oder Hümmer. Keno Witwer, altes Weib, die Klaus Schicksal vorausverkündet und abrät. Andere Häuptlinge, Winterszenerie, Aurich, Hisko von Emden, die Schiffe liegen an den Ringen des Turms von Marienhafe. Drittes Kapitel. Klaus und Teda sind verlobt. Er erzählt von seinen Taten, seinen Kämpfen gegen die schwarze Margarete und die Ordensritter damals im Dienste der Lübischen. Hass gegen die Lübischen, weil sie keine Lickedealer sind, sondern das Gegenteil davon. Fantastische Schilderung bis Tornea hinauf, Nordszenerie, Finnland. So geht es weiter bis zu Störtebekers Gefangennahme und seiner Hinrichtung. Fontane plottet den Roman letztlich einmal durch. Erkennbar wird in solchen Aufzeichnungen so etwas wie das Gerüst der Erzählung. Dieses Gerüst, das von Thaler allerdings mehrfach umbaut, füllt er dabei an mehreren Stellen mit ausformulierten Passagen, wie wir sie bereits vom Romananfang kennen, den ich Ihnen zu Beginn vorgelesen habe. Bleiben wir aber mal bei diesen Gerüsten. Was Sie in rudimentärer Form, im ebenso großen wie überspannenden Entwurf rekonstruierbar machen, ist der Handlungsbogen, sind zudem die Stationen, die die Novelle, später der Roman, abschreiten soll. Es bietet sich deshalb an, den folgenden Versuch einer inhaltlichen Annäherung an Fontanes Projekt ausgehend von diesen Gliederungsentwürfen zu unternehmen. Dabei gilt es im Auge zu behalten, dass wir es mit einem Projekt in Bewegung zu tun haben. Diese Bewegtheit des Projekts macht es zugleich aber möglich, auf die kleinen und großen Verschiebungen in der Konzeption, auf sich herausbildende Schwerpunkte, auf Änderungen im Handlungsverlauf zu achten. Dafür ist es hilfreich, wenn wir uns zunächst eine Vorstellung von Fontanes erstem Handlungsentwurf verschaffen, den er im Jahr 1882 noch für das Novellenprojekt entwickelt hat. Beginnen wir mit den wichtigsten Figuren, die Fontane bereits früh festlegt und die bis zur letzten Arbeit am Projekt weitgehend stabil bleiben. Es sind dies natürlich Klaus Störtebeker, zu dem, denke ich, ich nicht viel sagen muss. Zum engsten Kreis um Störtebeker gehört bei Fontane Gödicke Michels, den Fontane in seinen Aufzeichnungen auch als Vizefeldherrn bezeichnet. Ebenfalls zu diesem Kreis zählt eine Figur namens Wigbold, von Fontane als Unterfeldherr bezeichnet. Wigbold, eine Art Berater Störtebekers, wird als Magister der freien Künste ausgewiesen, ein Studierter also. Eine weitere Figur stammt aus dem Klerus, ein Mann der Kirche, ein Propst oder Abt, da ist sich Fontane noch nicht sicher, mit dem Namen Ludger von Marienhafe. Des Weiteren übernimmt eine wichtige Rolle Keno ten Broeke, ein auch historisch verbürgter ostfriesischer Häuptling, wie es bei Fontane heißt. Keno hat schließlich eine Tochter, die Fontane zunächst Teda oder Hümer nennt. In späteren Fassungen heißt sie Geta. Auch sie gehört zum Arsenal der Hauptfiguren. Mit diesen Figuren hatte Fontane nun Folgendes vor. Einsetzen sollte die Handlung sowohl des Novellenprojekts als auch des Romanprojekts nach der Vertreibung der Lickedealer aus der Ostsee und der Ansiedlung einer Gruppe um Klaus Störtebeker im ostfriesischen Marienhafe. Im Novellenprojekt 1882 sah der Gang der Handlung dann in etwa wie folgt aus. Nach empfindlichen Niederlagen wendet sich Störtebeker an den ostfriesischen Häuptling Keno ten Broeke, den er aus früherer Zeit kannte, mit der Bitte, ihm Zuflucht zu gewähren. Der Bitte kommt Keno nach, die Lickedealer um Störtebeker errichten bei Marienhafe eine Art Kolonie, wie es bei Fontane heißt. Bald nach seiner Ankunft trifft Störtebeker dort auf Kenos Tochter, in diesem frühen Erfassung heißt sie Hümer. Die beiden verloben sich, später heiraten sie. Unter dem Einfluss der religiösen Hümer begibt sich Störtebeker auf eine Bußreise in die alte Heimat. Zurückgekehrt nach Marienhafe brechen für Klaus Störtebeker friedliche Zeiten an, befördert noch durch die Geburt eines Kindes. Doch die Lickedealer werden unruhig, wollen wieder hinaus aufs Meer, wollen auf Raubzug. Parallel üben die Hanseaten Druck auf Keno aus, der Störtebeker aus seiner Obhut entlassen solle. Wenn sie in die Ausstellung gehen, sehen sie einen Vertrag zwischen Hanse und den ostfriesischen Häuptlingen, der gehört in genau diesen Kontext. Üben Druck auf Störtebeker aus, auf Keno aus, der Störtebeker aus seiner Obhut entlassen soll. Der Konflikt verschärft sich,
Dann stirbt Störtebeckers Kind und er entscheidet sich dazu, angestachelt durch weitere Provokationen der Hanse, wieder zur See zu fahren. Er kapert, nimmt Geiseln, erpresst Lösegeld, was auf Seiten der Hanseaten zur Rüstung einer Flotte führt, der es schließlich gelingt, Störtebeker und die Seinen im Kampf zu schlagen. Nach kurzer Gefangenschaft im Turm zu Hamburg wird Störtebeker in dieser Geschichte von Fontane mit zahlreichen Kameraden auf dem Grasburg zu Hamburg durch den Henker Meister Rosenfeld hingerichtet. Von diesem Handlungsbogen ging Fontane aus. Das sollte der große Gang Anfang, Ende, Mitte des Romans werden. Und auch wenn er diesen groben Verlauf weitgehend beibehielt, erfuhr dieser Handlungsbogen im Zuge der Arbeit an dem Projekt erhebliche Veränderungen. Lassen Sie mich zunächst nur auf ein Beispiel eingehen. Im letzten 1895 angefertigten Entwurf seiner Kapitelstruktur hat sich der Grund für Störtebekers Entscheidung, wieder zur See zu fahren, bezeichnend geändert. Nicht der zufällige Tod seines Kindes und einige kleine Provokationen der Hanse sind es in diesem Fall, die Störtebeker dazu veranlassen, wieder auf Raubzug zu gehen. Es ist vielmehr ein eklatanter Gewaltakt der Hanse. Während Störtebeker auf Bußreise ist, überfällt die Hanse in dieser späten Fassung Kinosburg, zerstört sie und tötet bei diesem Überfall auch Geta, also die Frau von Störtebeker. Es ist dieser Mord an seiner Allernächsten, der Störtebeker wieder in den Kampf führt, der ihn Rache schwören lässt. Eine entsprechende Passage hatte Fontane schon in einem Entwurf ausformuliert. Störtebeker steht hier neben dem Leichnam seiner Frau und er sagt: Dies Krämervolk mit dem frommen Gesicht und der Gerechtigkeit, und wenn sie die Welt zerstören wollten, diese durften sie nicht zerstören. Alles Hohe und Heilige ging von ihr her. Die Elenden, dass sie das nicht fühlten, das richtet sie. Ich will sie richten. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Die Rache ist mein, spreche ich. In den späteren Entwürfen aus dem Jahr 1895 ist es also die Hanse, die den Grund für Störtebekers finale Aggression liefert. Das verschiebt insgesamt die Bewertung der beiden Konfliktparteien. Störtebeker und mit ihm die Lickedeler werden zu Opfer eines Aggressors, der Hanse eben. Diese Beobachtung fällt nun zusammen mit einer Grundtendenz, die sich in der Entwicklung des Projekts ausmachen lässt. Die Lickedeler werden von Fontane in der Arbeitsphase 1894-95 entkriminalisiert. Deutlich wird das etwa in der Begründung, die Fontane für den Rückzug von Störtebeker und den Seinen ins ostfriesische Marienhafe geben wollte. In den frühen Aufzeichnungen aus dem Jahr 1882 hatte sich Fontane noch notiert: Seit dieser Niederlage, gemeint ist die Niederlage in der Ostsee gegen den Deutschen Orden, so notiert sich Fontane das, seit dieser Niederlage ziehen sie sich aus der Ostsee, die sie bis dahin tyrannisiert hatten, in die Nordsee zurück, nehmen in Ostfriesland, Marienhafe, Standquartier und unternehmen von der Emsmündung aus ihre Raub- und Eroberungszüge bis England hin. In dieser allerersten Konzeption war Marienhafe also noch als nur ein weiterer, sagen wir, Stützpunkt der Lickedeler gedacht, ein Standquartier für Raub- und Eroberungszüge. In den späteren Konzeptionen ändert sich das entscheidend, dass er ruhebedürftig sei und eine Friedensansiedlung wünsche, hätte Störtebeker in einem Gespräch mit Keno sagen sollen. Und in einem Entwurf des zweiten Kapitels, in dem Störtebeker die Gegend um Marienhafe in den Blick nimmt, die Gegend, in der sie ihr Lager aufbauen wollen, heißt es: Er sehnte sich nach Ruhe, nicht an den Schiffen hing sein Auge, sondern an der Höhe drüben, auf der er sich eine Stätte bauen wollte. Nicht ein Unterschlupf oder ein Ausfalltor sollte dieser stille Flussarm für ihn sein, eine Stätte des Friedens. Er wollte sich hier sesshaft machen. Explizit wird hier das noch in der ersten Fassung erwogene Szenario eines Unterschlupfs für die seeräuberischen Aktivitäten verworfen. Der Störtebeker, den Fontane 1895 schildern wollte, wollte kein Krieger mehr sein, kein Räuber. Erst der Überfall der Hanse veranlasst ihn dazu, Rache zu nehmen, wieder zum Räuber zu werden. Mit dieser grundlegenden Änderung in der Konzeption gehen weitere einher, die uns unmittelbar zu jener Frage führen, die ich zu Beginn meines Vortrags aufgestellt habe. Was eigentlich meint Fontane damit, wenn er die Lickedeler als Kommunisten bezeichnet? Was waren die Lickedeler in Fontanes Augen für eine Gruppierung?
Derartige Fragen trieben Fontane tatsächlich bereits 1882 um, also in seinen allerersten Aufzeichnungen. Unter anderem zwei Fragen notiert er sich, als er sich in dieser Zeit das erste Mal mit dem Projekt befasst. Worin bestanden Ihre Lickedeler Anschauungen und Prinzipien? Wodurch waren Sie dahin geführt, diese Anschauungen überhaupt zu haben? Wahrscheinlich infolge vorangehender Ausnutzung Ihrer Kräfte als Vitalienbrüder. In den Quellen, die Fontane zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung hatte, fanden sich keine Antworten auf diese Fragen. Und auch das intensive Literaturstudium, das er 1894-95 betreibt, gibt keinen Aufschluss über die Disziplin oder innere Verfassung dieser Raubgenossenschaft, wenn wir sie so nennen dürfen, sind wir nicht weiter unterrichtet. Heißt es in einem Aufsatz, im historischen Aufsatz über die Vitalienbrüder, den Fontane gelesen hat und aus dem er exerpiert hat. Zu einer der für Fontane wichtigsten Fragen, eben worin bestanden ihre Anschauungen und Prinzipien, zu einer der für Fontane wichtigsten Fragen, dazu schweigen die Quellen. Alles, was Fontane hatte, war der Name die Lickedeler, also die Gleichteiler, wie er ihn selbst in dem bereits zitierten Brief übersetzte. Und es war eine mit diesem Namen verbundene Deutung, zunächst allenfalls eine Assoziation, die er mit diesem Namen verband, damalige Kommunisten. Hat also Fontane im Kommunismus jene Anschauungen und Prinzipien gefunden, die er in den Quellen zu den Lickedelern nicht fand? Vorsicht ist geboten, diese Frage allzu schnell mit Ja zu beantworten. Denn zum einen ist, wie ich angeführt habe, das Lickedeler-Projekt schlicht unvollständig. Zu vieles an der Konzeption hatte Fontane noch nicht ausgearbeitet. Und zum anderen erschöpfen sich Fontanes Texte grundsätzlich nie in einer einfachen Botschaft, schon gar nicht in einer politischen. Und das gilt schon für das Lickedeler-Fragment. Sie sind eben Kunstwerke und keine Pamphlete. Dennoch lässt sich nicht von der Hand weisen, dass Fontane im Verlauf des Projekts eine Richtung einschlägt, die die Lickedeler als eine eigene, ja kommunistische Art von ökonomischer und politischer Organisation ausgestaltet. Ich möchte diesen Aspekt im Folgenden etwas genauer betrachten, wobei ich erstmal auf die Ökonomisierung der Lickedeler in diesem Arbeitsprozess schaue und dann auf die Politisierung. Blickt man auf die frühen Arbeiten am Lickedeler-Projekt im Jahr 1882, dann fällt auf, dass Ökonomie überhaupt keine Rolle spielt. Die Lickedeler sind hier in erster Linie, also eine Räuberökonomie, sie sind in erster Linie Räuber, Seeräuber eben. Wenn es überhaupt einmal um Ökonomisches, etwa um Handel geht, dann um Lösegeld, das die Lickedeler für Gefangene verlangen. Ja, mehr noch, die Existenz der Lickedeler in ihrem Standquartier in Marienhafe wollte Fontane in den ersten Entwürfen noch als eine Art vormoderne Ökonomie gestalten, als eine Subsistenzwirtschaft, um genau zu sein, also eine Form der naturnahen Selbstversorgung. Fischen, Fischfang, Angeln, Jagd, das erläutert er über die Kolonie der Lickedeler, also prämoderne Form der naturnahen Selbstversorgung. Von Handel keine Rede. Ein ganz anderes Bild hingegen wird vermittelt im späteren Entwurf von 1895. Interessant ist hier ein Gespräch zwischen Störtebeker und seinen beiden Vizes, Gödemke Michels und Wigbold. Fontane hatte dieses Gespräch in wesentlichen Teilen bereits ausformuliert. Gegenstand des Gesprächs ist das Vorgehen bei der Ansiedlung in Marienhafe. Es geht darum, wo man die Unterkünfte errichten soll, welche Art von Häusern zu bauen sind, wo man Steine für das Gemeinschaftshaus herbekommt und dergleichen. Es geht also gewissermaßen um die Infrastruktur für die Lickedeler-Kolonie. In diesem Zusammenhang bewertet Störtebeker auch den neuen Standort in Marienhafe, der ja in dieser späten Fassung eine Friedensansiedlung, eben eine Kolonie werden soll. Für den neuen Standort sprechen dabei nicht zuletzt wirtschaftliche Faktoren. Also hier soll es sein, hier wollen wir uns einleben. Das Volk ist gut und ruhig und viel Zuzug von aller Welt Ecken her und ein guter Markt, weil hier Geld ist und Handel und Wandel. Und den Handel brauchen wir, sagt Störtebeker. Wie die Hanseaten sind auch die Lickedeler in dieser späteren Fassung eine handeltreibende Gemeinschaft. Um dies zu verdeutlichen, sollte ein ganzes Kapitel des Romans von einem Markt erzählen, den die Lickedeler in Marienhafe veranstalten. Auch die Lickedeler betreiben also Handel, allerdings anders als die Hanse. Um es mit dem Bild vom Romananfang zu sagen, sie biegen auf dem Weg zum Handel oder zur Handelsstadt links ab. Sie organisieren sich nach einem anderen, nach einem roten Wirtschaftsmodell. Konkret bedeutet dies,
Die Kapitalakkumulation, das Anhäufen von Geld bei wenigen Einzelnen, ist bei ihnen nicht vorgesehen. Der Ertrag wird verteilt, sie steuern in die allgemeine Wirtschaftskasse, heißt es an einer Stelle über die ökonomischen Prinzipien der Liquidela. Herausarbeiten wollte Fontane diese ökonomischen Prinzipien unter anderem in einem Gespräch, das sich zwischen der Dorfbevölkerung in Marienhafe auf der einen und den sich dort ansiedelnden Liquidelern auf der anderen Seite abgespielt hätte und in dem die Differenz zwischen den ökonomischen Liquidelern und den ökonomischen Grundsätzen der Liquidelern und denen der Hanseaten hervorgehoben worden wäre. Dort heißt es, die hansischen Geldprotzen und wie sie es, also die Liquideler, so ganz anders halten. Alles frei, alles geteilt. Anders als bei den Geldprotzen kommt es also bei den Liquidelern nicht dazu, nicht zu einer, wie Marx es genannt hat, Zentralisation des Kapitals in wenigen Händen. Zu diesen Grundsätzen, die Fontane den Liquidelern in den Entwürfen von 94, 95 zuschreiben wollte, gehört mithin die Gleichverteilung der Gewinne, die Vergemeinschaftung des Kapitals. Hinzu kommt ein weiterer Aspekt. Die Liquidela erweisen sich in den späteren Entwürfen nicht nur nach innen als Gleichverteiler, sondern auch nach außen als Umverteiler. Denn Fontane arbeitet ein Robin-Hood-Motiv in das Romanprojekt ein. Störtebeker im Besonderen und die Liquidela im Allgemeinen werden zu Sozialrevolutionären ausgestaltet. Schon bei der ersten Ankunft Störtebekers in Marienhafe sollte es zu einem Dialog im anwesenden Volk kommen. Ein kurzer Wortwechsel zwischen einer Mutter und ihrem Kind, den Fontane gleich mehrfach formuliert hat. Also er versucht verschiedene Formulierungen dieses Wortwechsels. Ich zitiere die späteste Fassung dieser Dialogszene. Sie beginnt mit der Mutter, die auf den ankommenden Störtebeker weist und sagt, guck Martin, dat is he, de in de mit, dat is he, de röver. Ja, aber se rövert nicht arme Lüt, uns deit hi nix. Bloß de, die rick sind und die to fail haben, uns gibt hi wat. Gleichverteiler, Umverteiler. Die Ökonomisierung der entkriminalisierten Liquideler ist, das sollte deutlich geworden sein, zugleich eine Politisierung. Die Wirtschaftsordnung der Liquideler hatte politische Sprengkraft, und zwar zunächst schlicht in der historischen Situation um 1400, von der Fontane literarisch erzählen wollte. Denn die ökonomischen Prinzipien der Liquideler, wie Fontane sie in Anlehnung an kommunistische Ideen seiner Zeit erfand, erzeugen im Text einen scharfen Gegensatz zur Hanse, Stichwort Geldprotzen, die als amoralische Kapitalisten skizziert werden. Was in den ersten Entwürfen als ein Konflikt zwischen freien Kaufleuten auf der einen Seite und kriminellen Räubern auf der anderen Seite erschien, entwickelt sich in den Entwürfen um 1894, 95 mehr und mehr zu einem Konflikt zwischen unterschiedlichen politisch-ökonomischen Weltanschauungen. Ganz in diesem Sinne arbeitet Fontane an anderer Stelle daran, die Liquideler als Gemeinschaft, als Organisation zu politisieren. Hinzuweisen ist hier zunächst auf einige Formulierungen, die die Liquideler überhaupt als politischen und eben nicht kriminellen Akteur ausweisen. Die Liquideler waren, Zitat, eine politisch ebenbürtige Macht, mit der man auf dem Gleichheitsfuße verkehrte, notiert sich Fontane bei seinem Quellenstudium. Entsprechend wollte Fontane ein erstes Gespräch zwischen Störtebeker und dem Marienhafer Propst Ludger, in dem es darum gehen sollte, wie sich die Liquideler ansiedeln, wollte er dieses Gespräch auch explizit als ein, so heißt es, politisches Gespräch gestalten. Es sollte den Anschein erwecken, als ob gleichberechtigte Mächte miteinander verhandelten und ein Abkommen von politischer Tragweite zu treffen gedächten. Das Gespräch wird ganz politisch-diplomatisch geführt, dann findet die Landverteilung statt, heißt es an anderer Stelle. Die Liquidela werden auf diese Weise zu einem gewissermaßen auch außenpolitisch anerkannten Akteur im Spiel der weltlichen und geistlichen Mächte. Mit dieser organisatorischen Politisierung geht eine weitere Profilierung dessen einher, was Fontane als die Liquidela-Anschauung und Prinzipien bezeichnet hatte. Zu den ökonomischen Prinzipien treten politische, die freilich analog sind. Im Zentrum stehen die Werte der Freiheit und der Gleichheit. Diese zeigen sich unter anderem in der Form der Willensbildung unter den Liquidelern. Am Ende seiner diplomatischen Verhandlungen mit dem Marienhafener Propst, in der es eben um die Ansiedlung geht, sollte Störtebeker auf den, man könnte sagen, weiteren Verfahrensgang bei der Entscheidungsfindung hinweisen. Ich werde das Weitere mit meinen Schiffsführern beraten, die mir mitteilen müssen, was sie selber wünschen und was die Leute wünschen, die jedem unterstellt sind. Denn unsere Leute
haben viel Freiheit. Willensbildung hätte bei Fontanes literarischen Lickedealern ein Beteiligungsverfahren sein sollen. Der freien Willensbildung tritt die prinzipielle Gleichheit an die Seite. Diese Gleichheitsprinzipien der Lickedealer zeigen sich in Fontanes Notizen insbesondere in der Aufhebung der Standesunterschiede. In einer Passage, in der Fontane die Zusammensetzung der Lickedealer skizziert, heißt es dazu: Störtebeker und Hennicke Schack waren die beiden Adligen unter den Schiffshauptleuten, aber unter den Steuerleuten und Matrosen und den anderen Schiffsmannschaften waren viele von Adeln aus Pommern, Mecklenburg-Holstein, auch aus der alten und neuen Mark. Aber ihr Adel unterschied sie nicht. Die See, der Ton und die Teilungsform, in der sie lebten, sorgte für Gleichheit. Sie waren Lickedealer und teilten alles, auch die Ehre. Es gab wohl Befehl und Gehorsam, aber sonst keine Unterschiede. Aber ihr Adel unterschied sie nicht. Mehr und mehr konturieren sich in diesen und vergleichbaren Notizen Fontanes die Anschauungen und Prinzipien, die er den Lickedealern in seiner Literarisierung zuschreiben wollte. Prinzipien, die auf der Gleichverteilung und Umverteilung des Kapitals, auf der freiheitlichen Mitbestimmung und der Gleichheit der Mitglieder basieren, fern von Standesunterschieden. Dass sich das alles eher nach politischen Ideen des ausgehenden 19. Jahrhunderts, denn nach solchen des beginnenden 15. Jahrhunderts angehört hatte, scheint Fontane selbst gemerkt zu haben. Tatsächlich arbeitet er in seinen Entwürfen von 1894-95 einen Aspekt ein, mit dem er zu erklären versucht, woher diese kommunistischen Prinzipien der Lickedealer kommen könnten. Der Erklärungsversuch führt nach England zu den Bauernaufständen des 14. Jahrhunderts. Folgendes hat sich Fontane über die Lickedealer notiert: Es waren Leute von aller Welt, Ecken und Enden, aus Polen und Wenden, viele von Rügen und Bornholm und die meisten von der Weser und Elbe, von Holland und eine ganze Zahl auch von England. Das waren die Ältesten und schon lange bei der Flotte. Und von ihnen kam auch die Organisation. Es waren Wycliffe-Anhänger, die den Bauernaufstand in England mitgemacht hatten und die Lehre von der Teilung von Grund und Boden und von Hab und Gut und allem irdischen Besitz mitgebracht und diese Grundsätze mitgebracht und eingeführt hatten, um deren Willen sich alle die Lickedealer hießen. Sie hatten keines der Schiffe unter Kommando, aber sie waren die Steuerleute und Vollmatrosen und herrschten eigentlich. John Wycliffe war ein englischer Theologe und Kirchenreformer in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, der sich vehement gegen den politischen Machtanspruch des Papstes, und den Besitzanspruch der Kirche einsetzte. Im 19. Jahrhundert galt Wycliffe mit seinen präreformistischen Bestrebungen als ein Anreger der sogenannten Peasants' Revolt, eines Bauernaufstandes in England des Jahres 1381, geführt von Wat Tyler und John Ball. Sozialrevolutionäre Ideen aus dem Kontext dieser englischen Bauernrevolution sollten also nach Fontane die ideologische Grundlage seiner kommunistischen Lickedealer bilden. Im Übrigen, Friedrich Engels schreibt ein Buch über den deutschen Bauernkrieg, auch August Bebel, als er in Haft sitzt, also der Gründer der Sozialdemokratie, schreibt über die Bauernkriege. Das ist gar nicht so fernliegend, wie man das heute erscheinen mag. Nun denn, ich halte kurz fest. Im Verlauf der Arbeit an seinem Projekt werden die Lickedealer um Klaus Störtebeker bei Fontane zu einer politischen Organisation mit erheblichem revolutionärem Potenzial, sowohl im Hinblick auf die ökonomischen Anschauungen als auch im Hinblick auf die Gesellschaftsidee, die auf Gleichheit und Auflösung der Standesunterschiede abzielt. In den Quellen hatte Fontane diese Anschauungen und Prinzipien der Lickedealer nicht gefunden. Zwar ausgehend vom historischen Stoff, angetrieben aber vor allem vom Bedeutungsspielraum des Namens und der daran angelegten Idee der Gleichverteilung, gewinnt das Projekt bei Fontane eine eigene literarische Dynamik. Fontanes kommunistische Lickedealer sind Fiktion, sind eine Erfindung. Aber warum erfindet Fontane diese Lickedealer? Wie kommt er darauf? Damit bin ich beim letzten und schwierigsten Punkt. Denn so interessant die Frage nach dem Antrieb ist, den der Fontane dazu veranlasste, die Lickedealer zu Kommunisten werden zu lassen, so problematisch sind aus literaturwissenschaftlicher Sicht die Antworten darauf. Denn Fontane selbst hat hierfür keine Gründe genannt und selbst wenn er es getan hätte, wäre immer noch zu fragen, wie sehr man sich auf die Selbstaussagen des Autors eigentlich verlassen kann. Im Grunde
bleiben also nur Mutmaßungen, Thesen, die sich allerdings historisch untermauern und damit plausibilisieren lassen. Ich möchte dies hier abschließend versuchen, indem ich zum einen auf die historische Situation 1894-95 schaue, in der Fontane die kommunistische Politisierung der Likedela vorantreibt, zum anderen auf Fontanes eigene politische Situation, seine Haltung in dieser Zeit. Denn es lässt sich seit den 1880er Jahren bei Fontane eine zunehmende politische Verunsicherung beobachten. Im Grunde war Fontane, vielleicht abgesehen von seinen jugendlichen Sturm- und Drangjahren, ein Konservativer, ob aus freien Willen oder aus persönlichen Zwangslagen heraus, sei dahingestellt. Es gibt jedenfalls bei ihm lange Zeit eine grundlegende Übereinstimmung mit dem politischen System, also der Monarchie, und auch mit der sozialen Ordnung, die durch umfassende Privilegien des Adels ebenso charakterisiert war wie durch massive soziale Ungleichheit, geschuldet insbesondere der sozialen wie ökonomischen Dominanz des Adels und zunehmend des industriellen Großbürgertums. Das alles stand für Fontane lange Zeit nie grundlegend in Frage. Revolutionäre, gar kommunistische Ideen hegte Fontane jedenfalls nicht, nie. Doch die politische und soziale Situation im Deutschen Kaiserreich spitzt sich zu, zum Ende des 19. Jahrhunderts mehr und mehr. Industrialisierung und Urbanisierung, Verstädterung verändern die Gesellschaft und zwar rapide. Bereits 1878 stellt Fontane angesichts marxistisch-anarchistischer Bewegung und Anschläge, muss man sagen, in einem Brief an seine Frau Emilie fest, also Attentate auf den Kaiser. Solche Bewegungen hat es früher nicht gegeben. Millionen von Arbeitern sind gerade so gescheit, so gebildet, so ehrenhaft wie Adel und Bürgerstand. Vielfach sind sie ihnen überlegen. Sie vertreten nicht bloß Unordnung und Aufstand, sie vertreten Ideen, die zum Teil ihre Berechtigung haben und die man nicht totschlagen oder durch Einkerkerung aus der Welt schaffen kann. Man muss sie geistig bekämpfen und das ist, wie die Dinge liegen, schwer, sehr schwer. Vorläufig ist übrigens noch keine Gefahr. Aber die Ideen waren eben in der Welt. Parteipolitisch repräsentiert wurden die Ideen durch die Sozialdemokratie. Diese hatte sich, entstanden aus dem allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, über die Sozialdemokratische Arbeiterpartei zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands entwickelt, wie der Parteiname seit 1875 lautete. Im Kern beruhte diese Partei dabei auf den Ideen des revolutionären Sozialismus. Den konservativen Monarchisten gefielen diese Ideen entsprechend gar nicht. Ganz in diesem Sinne war dann die Sozialdemokratie im Deutschen Kaiserreich auch heftigen Angriffen ausgesetzt. Insbesondere das von Bismarck initiierte sogenannte Sozialistengesetz, dessen ausführliche Bezeichnung Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie lautete, sorgte seit 1878 für massive Einschränkungen. Wesentliche Aktivitäten der Sozialdemokratie wurden in dieser Zeit in den Untergrund verlagert. Es kam zu Massenverhaftungen und zu anderen Verfolgungen. 1890 kam es zur Aufhebung des Sozialistengesetzes. Im selben Jahr gab sich die Partei ihren heutigen Namen, also Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Und die SPD war damals erfolgreich. Bei der Reichstagswahl Anfang 1890 konnte sie erstmals die meisten Stimmen aller Parteien auf sich vereinigen. Aufgrund des damaligen Wahlrechts entsprach dem freilich nur ein ganz kleiner Teil an Sitzen im Reichstag, aber sie hatten die meisten, prozentual den höchsten Stimmenanteil. Wir befinden uns in einem ständigen Siegestaumel, schreibt Friedrich Engels aus diesem Anlass an Laura Lafargue, die Tochter von Karl Marx. Der 20. Februar 1890, so Engels weiter, ist der Tag des Beginns der deutschen Revolution. Das war etwas hochgegriffen, aber die Ideen, die da in der Welt waren, wurden stärker, gewannen mehr und mehr Macht in der Bevölkerung. Das sah übrigens auch der deutsche Staat so, das sah auch der deutsche Adel so. Ende 1894, also genau in jener Zeit, in der Fontane sich wieder intensiv an die Arbeit an seinem Likedela-Projekt macht, Ende 1894 bringt die konservative Regierung ein Gesetzespaket in den Reichstag ein, mit dem massive Verschärfungen der Strafgesetzgebung sowie umfangreiche Einschränkungen der Pressefreiheit einhergehen sollten. Ziel dieses Gesetzespakets, das schnell den Namen Umsturzvorlage bekam, war es,
möglichst jegliche Bewegung, die auf einen Umsturz der Gesellschaftsordnung zielte, strafrechtlich verfolgen zu können. Vor allem, das wurde schnell klar, zielte das Gesetz auf erweiterte Möglichkeiten zur Verfolgung, zur Repression und zur Einschränkung der Sozialdemokratie, die man auf der Grundlage dieses Gesetzespaketes politisch und gesellschaftlich massiv hätte bekämpfen können. Ab Mitte Dezember wird dieses Gesetzespaket, wird diese Umsturzvorlage heftig im Deutschen Reichstag debattiert. Und nicht nur im Reichstag. Auch die Presse, also man kann diese ganzen Reichstagsprotokolle im Netz mittlerweile einsehen, das ist der Auszug dieser Gesetzesvorlage. Auch die ganzen Debatten sind dokumentiert mittlerweile im Internet. Aber eben nicht nur im Internet, auch die Presse, die ganze Öffentlichkeit ist voll von Diskussionen über die Umsturzvorlage. Die liberale Vossische Zeitung, offizieller Name königlich privilegierte berlinische Zeitung für Staats- und gelehrte Sachen, die Vossische Zeitung, liberal, für die Fontane lange Zeit gearbeitet hatte, die Vossische Zeitung etwa berichtet fast täglich über diese Umsturzvorlage. Fontane hat das also permanent gelesen und mitbekommen. Das ist eine Titelseite aus der Zeit. Man spricht nicht umsonst von Bleiwüsten bei diesen Zeitungen. Fontane nimmt all das, nimmt diesen Konflikt zwischen den alten konservativen Kräften und der neuen sozialdemokratischen Bewegung sehr genau wahr. Ja, er wird sogar, was nur recht selten in seinem Leben passierte, er wird sogar selbst politisch aktiv. Im Februar 1895 unterzeichnet er eine Petition, die sich gegen die Umsturzvorlage wendet. Und parallel schreibt er die Lickedähler. Mit anderen Worten, Fontanes Lickedähler-Projekt entwickelt sich in einer Zeit sowohl der heftigen politischen Auseinandersetzung als auch der politischen Verunsicherung des Autors, dessen ehemals recht gefestigte politische Position ins Wanken gerät. In Frage steht dabei die Legitimität der neuen Kräfte. In Frage steht damit zugleich, wie sich das alte politische System und das alte Gesellschaftsmodell angesichts der nicht zuletzt sozialdemokratischen Herausforderungen der neuen Zeit wandeln, ändern könnte. In Frage steht, wie der Konflikt zwischen Altem und Neuem gelöst werden könnte. Eben diese Fragen trieben Fontane um. In einem Brief an den Chefredakteur Friedrich Stefani, geschrieben am 23. Februar 1895, also unmittelbar während der Arbeit am Lickedähler-Projekt, die Handschriften liegen wahrscheinlich auf der einen Seite, auf der anderen schreibt er diesen Brief. In diesem Brief heißt es, ehe nicht die Machtverhältnisse zwischen Alt und Neu zugunsten von Neu sich ändern, ist all unser politisches Tun nichts als Redensartenkram und Spielerei. Existierte nicht die Sozialdemokratie und hätte nicht die Aufrichtung des Reiches dem alten Preußentum einige arge Schwierigkeiten eingebrockt, so wäre die Situation auf absehbare Zeit wohl hoffnungslos. So, wie es liegt, ist wenigstens die Möglichkeit der Änderung gegeben, freilich auch zum Schlimmeren. Ein Motto, das auch über der heutigen SPD stehen könnte. Fontane sieht sich an einem Scheideweg der Geschichte mit unklarem Ausgang, aber seine Präferenzen sind klar. Ein weiterer Brief an seinen Altersfreund Georg Friedländer, 2,5 Monate später, weiterhin schreibt Fontane an den Lickedählern, spitzt die Sache noch einmal zu. Es ist ganz vorbei mit dem Alten auf jedem Gebiet. Mein Hass gegen alles, was die neue Zeit aufhält, ist in einem beständigen Wachsen und die Möglichkeit, ja die Wahrscheinlichkeit, dass dem Sieg des Neuen eine furchtbare Schlacht voraufgehen muss, kann mich nicht abhalten, diesen Sieg des Neuen zu wünschen. Weiterhin sitzt derjenige, der hier eine Revolution, eben eine furchtbare Schlacht befürchtet, zugleich an seinem Berliner Schreibtisch und arbeitet an seinem Lickedähler-Projekt. Das Foto, es ist tatsächlich ein Foto, stammt genau aus dieser Zeit, 1896 ist es, glaube ich. Dieses Projekt, dieses Lickedähler-Projekt, das als historische Novelle seinen Anfang genommen hatte, saugt dabei gewissermaßen die politischen Auseinandersetzungen, auch die politischen Irritationen des Autors Fontane auf, wird zum Ort einer literarischen Verhandlung über das, was in seiner Gegenwart bei der Schlacht zwischen Neu und Alt auf dem Spiel steht. Die Politisierung der Lickedähler ist mithin kein Effekt der Geschichte, sie ist ein Effekt von Fontanes eigener Gegenwart. Das aber führt dazu, dass Fontanes Projekt sich gleich eine ganze Reihe von konzeptionellen Problemen einhandelt, nicht zuletzt ein Gewaltproblem. Ein konzeptionelles Problem wird dabei schnell ersichtlich. Mehr und mehr wird Fontanes Lickedähler-Roman in den Entwürfen zu einer Parabel. Eine Parabel also zu einem ins historische Kleid des spätmittelalterlichen Seeräubertums gekleideten Gleichnis auf Fontanes Gegenwart.
Doch betrifft dies vor allem die Gruppierung der Likedealer. Wie aber sieht es mit der Gegenseite aus? Wie verhält sich, anders gesagt, die Hanse zu den konservativen, den monarchistischen Staat tragenden Parteien oder zu dem kapitalistischen Wirtschaftsbürgertum, zu den Großindustriellen? Tatsächlich gibt es in Fontanes Entwürfen, mal so von Formulierungen wie Geldprotzen oder so abgesehen, gibt es in Fontanes Entwürfen und Aufzeichnungen kaum Hinweise darauf, dass ihm diese Seite der historischen Analogie vergleichbar klar vor Augen stand. Die Hanse bleibt blass, erhält kaum Kontur, schon gar nicht politischer Art. Vielleicht, aber das muss Spekulation bleiben, einfach deshalb, weil der historische Vergleich hier schlicht ins Hinken geraten wäre. Festzuhalten bleibt jedenfalls, dass Fontanes Romanprojekt, sollte es tatsächlich eine Parabel auf die eigene Gegenwart werden, genuin einseitig ist. In der Konzeption, in der uns der Romanentwurf heute vorliegt, funktioniert er aus meiner Sicht noch nicht. Fontane-Forscher wie Hugo Aust haben deshalb dafür argumentiert, das Likedealer-Projekt gar nicht so sehr als eine Parabel auf die eigene Gegenwart, auf Fontanes politische Situation zu deuten, sondern als eine allgemeine Reflexion Fontanes über das Aufkommen des Neuen in der Welt und den Untergang des Alten. Das ist eine sehr überzeugende Interpretation. Es ginge dann also nicht darum, nach historischen Analogien, etwa auch für die Hanse, zu suchen, sondern allein darum, dass Fontane vor dem Hintergrund der eigenen Situation darüber reflektiert, wie neue soziale, ökonomische, politische Ideen in die Welt kommen. Das Problem an dieser Deutung freilich ist, dass die historische Analogie zwischen Likedealern und kommunistischen Sozialdemokraten einfach zu stark ist, um den Gegenwartsbezug einfach zu ignorieren. Ich möchte Sie, auch mit Blick auf die Uhr, jetzt nicht weiter in so Debatten der Fontane-Forschung verwickeln und damit langweilen, sondern zum Schluss kommen, und das heißt zur Gewalt. Am Ende jeder Störtebecker-Geschichte, soweit waren wir bereits am Anfang dieses Vortrags, am Ende jeder Störtebecker-Geschichte rollen die Köpfe. Dieser Gewaltexzess, der dem historischen Stoff notwendig eingeschrieben ist, scheint mir das viel gravierende konzeptionelle Problem zu sein, vor dem Fontanes politisiertes Likedealer-Projekt stand, als der Autor seine Arbeit daran einstellte. Ob nun lediglich eine Reflexion auf die Frage, wie das Neue in die Welt kommt, oder doch eine konkrete Auseinandersetzung mit der eigenen Gegenwart, Fontanes Roman hätte zutiefst ernüchternd enden müssen. Am Ende hätte blutig das Alte obsiegt, das Neue, die Likedealer hingegen, hätten enthauptet am Boden der Hinrichtungsstätte gelegen. Aus der furchtbaren Schlacht, die Fontane in seinem Brief antizipiert, wäre am Ende des Likedealer-Romans das Alte als Sieger hervorgegangen. Fontane hat an diesem problematischen, weil in einem Gewaltexzess gegen die kommunistischen Likedealer mündenden Ende seines Projektes mehrfach gearbeitet. Die Gewalt allerdings blieb. Stets aber wäre es darauf hinausgelaufen, dass, auch wenn die Likedealer getötet worden wären, ihre Ideen weitergewirkt hätten. Das ist sozusagen Fontanes Versuch, damit umzugehen. Eine besonders grausame Variante dieses sozusagen ideellen Weiterlebens hatte Fontane dabei bereits in der Volksüberlieferung gefunden. In einer von Fontane genutzten Quelle, dem Bericht schon erwähnt in der Borkumer Badezeitung, nämlich heißt es über die Hinrichtung von Störtebecker und den Likedealern: Meister Rosenfeld, das Gewand von grauem Tuche hochgeschürzt, den grauen Hut mit dem roten Band auf dem Haupte, verrichtete auch diesmal seine blutige Arbeit. Wie er nun mit seinen geschnürten Schuhen bis an die Knöchel im Blute stand, fragte ein Hamburger Ratsherr mit duftenden Locken und in stutzerhaft geschnittener Haube den grimmen Mann: Meister, seid ihr ermüdet? Da soll der Henker grässlich gelacht und trotzig erwidert haben: War mir in meinem Leben noch nie wohler und hätte der Kräfte genug, auch den Rat der Stadt noch allzumal zu köpfen. Darob hat sich ein hochedler Rat sehr entsetzt und ob solcher Antwort den frechen Kerl sofort abtun lassen. Abtun, das meint hier auch der Henker, der, so notiert sich Fontane an anderer Stelle, ein geheimer Likedealer gewesen sei, auch der Henker wurde am Ende noch hingerichtet. Das aber ist letztlich ein Verzweiflungsakt der politischen Machthaber. Die Ideen der Likedealer, so ließe sich dieser Schluss deuten, sind bereits in den eigenen Machtapparat eingedrungen. Sie unterwandern das System, das sich nur noch mit der Ausweitung der Gewalt auch gegen die vermeintlich eigenen Leute absichern kann. Lange, so liegt dieser Schluss nahe, lange wird das nicht mehr gut gehen. Die Likedealer, so scheint dieses Ende zu sagen, kann man zwar enthaupten, ihre sozialrevolutionären Ideen aber bleiben in der Welt, wirken weiter. Genau diese Pointe hatte Fontane bereits früher als eine weitere Option für das Ende seines Romans skizziert.
Nach der Hinrichtung sollte es nämlich noch ein weiteres, eine Art gespenstisches Kapitel geben, das zurück nach Marienhafe führte. Dort nämlich in der Kirche, so die Idee, spukt es seit der Hinrichtung Störtebeckers. Das ist Klaus Störtebeker, der in Marienhafe umgeht, notiert sich Fontane unter der Überschrift Die Schlussszenerie und setzt in der letzten Zeile des Romans hinzu, aber durch die Welt geht das Gespenst der Lickedeler. Nun wissen wir nicht, ob Fontane das kommunistische Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels gelesen hat. Mit diesem berühmten ersten Satz, der gewiss allgemein bekannt war am Ende des 19. Jahrhunderts, war er allerdings sicher vertraut. Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dieses Gespenst verbündet, hatten Marx und Engels 1848 im Londoner Exil in ihrem Manifest geschrieben. Eine Lösung des Gewaltproblems wäre freilich auch diese Anspielung auf Marx und Engels nicht gewesen. Im Gegenteil, die Gewaltspirale wäre nur weitergegangen. Die Kommunisten erklären es offen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung. Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern, heißt es am Ende des kommunistischen Manifests. Den Satz zitiert man seltener. Vielleicht war all das, war diese Sättigung des historischen Stoffes mit Gewalt, war die stete Implikation des Umsturzes und seiner Niederschlagung einer der Gründe, warum Fontane seine Arbeit an dem Projekt schließlich abbrach. Im Frühsommer 1895 jedenfalls, die Umsturzvorlage wurde gerade mit den Stimmen der gemäßigten und linken Parteien verhindert, hörte er auf, an den Lickedelern zu arbeiten und fängt stattdessen an, seinen letzten großen Roman zu schreiben, den Stechlin-Roman. Auch der Stechlin, angesiedelt in Fontanes unmittelbarer Gegenwart, ist ein politischer Roman. Und es ist ein Roman, der jenseits von Umsturz und Niederschlagung, jenseits von Kopf ab also, nach einem anderen gewaltlosen Modell eben nicht des Umsturzes, sondern des Übergangs vom Alten zum Neuen sucht. Alles Alte, sagt im Stechlin die Hauptfigur Melusine, alles Alte, soweit es Anspruch darauf hat, sollen wir lieben, aber für das Neue sollen wir recht eigentlich leben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.